Ja, gut. Dunstberg. Wie komme ich denn jetzt zum Dunstberg? Gedunstet. Ich glaube, ich gehe nochmal zum Dorfältesten, dass der mir eventuell sagen kann, wo ich, in welche Richtung ich muss. Bevor ich mich jetzt hier heillos verlaufe. So, guten Tag. Da, hallo. Um das alte Gerät aus der Nähe... Was? Um das alte Gerät aus dem nahen Hügel zu benutzen, brauchst du es erst einmal. Den Teleportationsorb vom Gipfel des Hügels. Also erstmal musst du also den Teleportationsorb finden. Also, ich habe keinen Dunst vom Berg, ich auch nicht. Ich habe keinen blassen Dunst vom Berg. Weder vom Berg noch vom Dunstberg. Ich kenne nur Dünkten. Dünkten? So, ich glaube, wir müssen einfach nur aus dem Dorf raus. Jetzt ist nur die große Preisfrage. Wo war denn jetzt hier der Ausgang? Das Dorf ist ein wenig verwinkelt. Ah, hier ist der Ausgang. Oh, Entschuldigung. Das war nicht mit Absicht. So, mysteriöse Dunstberge. Da müssen wir wohl hin. Haben wir jetzt quasi einen neuen Ort freigeschalten. Was war das? Katze ist gerade wie eine Bekloppte hier weggerannt. Katze halt. So, gucken wir mal. Geheimnisvoller Dunstschrein. Gut. Wir gucken mal gerade. Hier liegt nämlich gerade direkt am Eingangsbereich liegt Geld rum. Das macht mich etwas stutzig. Und hier liegt wieder ein Brot. Nein, das ist wieder so ein Samen, ne? Oder? Lebenssamen. Ach. Ah, ich muss noch was verkaufen gehen. Inventar weglegen. Ja, das habe ich vergessen. Abwehramulett. Ich muss nochmal gerade zurück nach Deid. Ich muss zu einem Händler. Ich habe nämlich vergessen, dass mein Inventar so vollkommen zugeklumpt ist. Da habe ich mit keinster Silbe dran gedacht. So, dann gehen wir nochmal zurück. Zum Glück ist der Händler hier gleich im Eingangsbereich des Dorfes. Und dann können wir erstmal unsere ganzen Amulette und was weiß ich nicht alle. Das war das falsche Gebäude. Aber wir können auf jeden Fall erstmal die ganzen Amulets. Amulette? Das sind die Mehrzahl von Amulett. Amulettös. Ich habe keine Ahnung. Amulettis. Amulette. Das sieht im Übrigen aus wie eine Zunge. Der Teppich sieht aus wie eine Zunge. Ich gucke erstmal meine Items durch. Sei willkommen, Justin. Zieh dich ruhig um. Bezahl einfach das Zeug und geh. Irgendwas in Zahlung zu geben? Hä? Nette Menschen gibt es, oder? Nimm dein Zeug und hau ab. Sauerei. So, wir gucken mal gerade unsere Gegenstände durch. Wir haben einen Geisterstein, Verbandskasten, Lebenstrank, Lebenstrank, Heilkraut, Pfandbrief... Heilkraut, Jade, Jade, Halbmond, 2 Schutz gegen Schlaf plus Verwirrung. Weisheitsmedaille, Medaille von Liette, Regenstab plus 26 Angriff. Eigenschaft Wasser, Schlummer. Achso, das ist der Stab, ja, ich habe jetzt gerade überlegt. Plus 2 Waldschutz, Erde plus Wasser, ne, hässlicher Hut, plus 11 Verteidigung, Warp im Kampf. Warp im Kampf? Das klingt interessant. Warte mal. Helm. Plus 9 Verteidigung, nicht hinfallen. Plus 11 Verteidigung, Warp im Kampf. Ja, probieren wir mal aus. Warum denn nicht? Habe ich noch irgendwas? Höllenschwert. Das macht 90 Angriff. 92. 86, weniger. 91. Und 91. Okay, also die Regenstäbe sind nie so doll. Schuhe haben wir nicht. Den Schmuck. Das Abwehramulett. Wow. Was für eine Textwand, Marcel.
Wer zockt zu spät und streamt sehr intensiv, ist Herr Stöpke wie immer höchst qualitativ. Bei ihm gibt's Retro-Content noch und nöcher, dabei füllt er immer wieder ältere Spielelöcher, was? Dann auch noch so eine schöne Story-Spiele, oh Mann, wie sehr ich das liebe. Alte RPGs, sie sind halt voll meins. Er präsentiert uns gerade Grandia 1. Ah, der war schön. Oh, wie lange hast du denn da dran geschrieben, Marcel? Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ich wollte sagen, willkommen. Aber irgendwie bin ich gerade durcheinander gekommen. Wegen diesem tollen Text. Dankeschön. Voll nett von dir. Plus 30. 27, das kann weg. Also die olle Peitsche kann weg. So, den Drachenkiller brauchen wir nicht abzulegen. Haben wir noch irgendwas? Plus 12 Verteidigung. Bedrohlich? Plus 9 Verteidigung. Schuhe? Nö, alles gut. Ahnenamulett. Amulett der Ahnen. Plus 4 Plagenschutz. Plagenschutz, nicht Plagenschutz. Das schützt uns nicht vor Plagen. So, ich musste das immer wieder umschreiben, weil mir nicht immer Reime eingefallen sind. Aber irgendwie hat es ja nun geklappt. Ja, passt doch ganz gut. Vielen Dank. Fand ich gut. So, okay. Wir wollen etwas verkaufen. Und zwar als erstes unsere Waffen. Die brauchen wir nicht mehr. Unsere Waffeln. So, hier den Regenstab. Brauchen wir schon mal nicht mehr. Waldamulett, Waldschutz, Erde, Wasser kann weg. Steinkopf brauchen wir nicht. So, den behalte ich mal. Die heilige Keule behalte ich, glaube ich, auch mal. Die Sturmpeitsche kann weg. So, den Feuerstab. 25 Angriff. 20. Die kann weg. Die Keule kann weg. Tintenfisch hebe ich auf. Heilkraut. Die Sichel hebe ich auf. Schlummer. Versetzt alle Feinde in Schlaf. Kann weg. Brauchen wir nicht. Abwehramulett kann weg. Und damit haben wir zumindest das Inventar mal ein kleines bisschen entklumpt. Ich weiß immer noch nicht, was IP ist. Intelligenzpunkte vielleicht. Aber im Kampf. Heilkraut, Lebenskraut. Jade kann weg. So, Schola, heben wir auf. Lehmsalz, heilt Lähmung bei einem Freund. Impfstoff, heilt Plage bei einem Freund. Kann einmal weg, weil wir, glaube ich, noch so ein Ding haben. Heilkraut, Impfstoff. Yo, Bogen, blauer Trank, 20 ZP, Tintenfisch, Krümmkraut. Minus 2 für die Aktionsstufe eines Feindes. Weiß ich nicht, was das bringt. Ciao. So, Heilung, heilt Plage bei einem Freund. Ich kann noch so einen Impfstoff wegballern. Und das war's. Also, wir haben jetzt insgesamt ja ein bisschen Platz. Nicht viel, aber ein bisschen. So, danke, dass ihr reingeschaut habt. Kommt bald wieder. Ja, ich bin noch gar nicht fertig. Ich möchte mir gerade mal noch deine Waffen angucken. Nicht die Waffeln, sondern die Waffen. Das ist das Viehschwert. Was ist denn ein Viehschwert? Plus 29 Angriff, Schwertfisch, Sägeblatt, Drachenaxt, oh, die kostet 10.000, boah, plus 38 Angriff. Okay, plus 25 Angriff, die Sturmpeitsche, die habe ich, glaube ich, eben erst weggekachelt, wenn mich nicht alles täuscht, und den Fistbogen, den habe ich ja selber schon. So, ich überlege jetzt, ob ich mir dieses Viehschwert, also das Fischschwert hole, aber am Ende macht es nur 29 Damage und der Rest bringt mir jetzt auch nicht so viel, deswegen lassen wir das einfach mal. Gucken wir noch nach Rüstung. Rüstung könnte eventuell sein, dass es da was Besseres gibt. Nein, ja, aus Knochen gemachten. Drachenstiefel, plus 4 Verteidigung, plus 5 Bewegung, passen gut. Aber da ist irgendwie was Negatives bei. Na. Aber den Perlenhelm kann ich einmal für Fena direkt machen. Die hat noch immer ihre Spange gehabt. Okay. So. Nein. Die schäbige Rüstung oder Schädelrüstung. Ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Schädelrüstung. Die würde allen gut tun. Handeln. Jo, kriegen alle.
So, ah, okay. Gut, da haben jetzt alle die Rüstung bekommen. Habe ich die jetzt verkauft, die Sachen, oder muss ich die ihm jetzt noch verkaufen? Ich muss mal gerade schauen. Nach Möglichkeit nach ganz unten gucken. Nein, doch, da ist die Spange, die kann jetzt weg. So, okay. Was ist das hier nochmal? Weiß ich gerade gar nicht. Mana. Achso, das sind die Mana-Dingers. Ja. Und das hier ist unsere eigene Kiste, glaube ich, oder? Oder ist das... Nee, das sind Items. Das sind Items. Halt Status bei einem Freund. Kraftpilz. Nee, ich lasse das erstmal. So, ich lasse das. Und ich gebe jetzt noch den Samen, den wir einmal bekommen haben. Lebenssamen. Plus maximal leicht aromatische Samen. Wer hat hier am wenigsten mit, kriegt einmal Fena. So, 125 HP insgesamt. Das kann sich doch sehen lassen. Okay, damit haben wir wieder ein bisschen aufgeräumt. Das wollte ich eh schon die ganze Zeit machen, nachdem wir ja die ganze Zeit hier unendlich viele von diesen doofen Amuletten gesammelt haben. Amuletten? Ist Amuletten die richtige? Ich weiß immer noch nicht, was die Mehrzahl von Amulett ist. Aber wahrscheinlich Amuletten oder Amuletts. Irgendwie sowas. Oh nein, ich wollte nicht übernachten, ich wollte speichern. Ah. So, einmal speichern bitte. Ja. So. Und wir überspeichern den Punkt 2. Warum auch nicht? Okay, Gasthof im Dorf von Deit. Einmal raus. Und dann gehen wir auf in die Dunstberge. Zu den Dunstbergen. Ich habe keinen Dunst, wir gehen zu den Bergen. So. Attacke. Huch. Hä? Jetzt. Gut, da sind wir wieder bei den geheimnisvollen Dunstbergen. Und hier gibt es neue Gegner. Guck mal, in lila. Halt doch mal, ich will noch nicht mit euch kämpfen. Ich habe die ganzen letzten Stream fast nur gekämpft, beziehungsweise wir haben sehr viel gekämpft. Ja, komm, ich mach die zwei platt. Könnten jetzt natürlich so langsam, aber sicher wieder ein bisschen schwerer werden, die Gegner, wenn wir Pech haben. Ein Nyal-Mod und irrer Pickfrosch? Nee, wie hieß der? Wie hieß das Vieh? Ein Irrfrosch. Irgendwas anderes gerade gelesen. So. Yo. Also, Fena hat den ersten Irrenfrosch platt gemacht. So. Den, wie heißt der nochmal? Nyal-Mod. Der müsste auch gleich platt sein, hoffe ich mal. Nee, noch nicht ganz. Hä? Ach, Justin hat sich geportet. Interessant. Au! So, du steckst mir deine Zunge raus. Sehe ich das richtig? So, Nummer 1 ist platt. Und dann dieser komische Frosch ist auch Geschichte. Wunderbar. Kampf Nummer 1 erfolgreich gemeistert. So, und 177 Erfahrungspunkte für die drei Gegner. Kann man machen. Jetzt nicht die Welt, aber nehmen wir trotzdem mit. Besser als nix. So, ich schau mal gerade nach hier rechts. Ach, wer bist du denn? Hä? Wer bist du denn? Ist das ein Drache? Ein Manta. Drei Mantase, besser gesagt. Jo, okay, wir machen einmal den V-Schlag, weil wir ihn ja leveln wollen. Fena macht einmal brennen. Hallo? Das wollte gerade nicht. Yes, einmal anzünden und die Gegner wegkokeln. 25 Damage nur. Das war ja jetzt nicht so viel. Justin hat gelernt, W-Schlag.
Also wir können jetzt V und W und als nächstes kommt noch X, oder was? Ja, gut. Das sah schon mal nicht verkehrt aus. So, du machst jetzt mal den einen Manta weg. Sehr schön. Und der zweite ist auch, naja, nicht weg, aber ihn hat es weggeballert. Ich glaube, mit Fena muss ich andere Waffen auswählen, weil die Peitsche bringt hier nicht sehr viel. So, Justin, macht mal einen von diesen Mantasen weg. Boah, das ist toll, dass er sich porten kann. Das ist ein absolut geiles Item. So. Muss ich wirklich sagen, weil so kommt er immer hinter die Gegner. 3 Treffer. Nicht schlecht. So kommt er auf jeden Fall immer hinter die Gegner und muss nicht ewig aus hin und her rennen, sondern ist direkt beim Gegner, finde ich schon mal sehr geil. Gefällt mir. Und wir haben eine Rampe bekommen. Was ist denn eine Rampe? Hä? Das muss ich mir gerade mal anschauen. Was ist denn eine Rampe? Aber erstmal nehme ich das Geld mit. Weil bling bling und ne? Genau. Seht ihr genauso wie ich. Okay, wir haben eine Rampe. Eine Rampe ist eine Bombe? 120 TP Feuerreichweitenangriff. Nicht schlecht. 120 TP. Oh. Da kommen wieder 3 Mantas. Hoffentlich sind es keine Opels. Die Opel-Gang ist da. Opel-Manta. Kennt bestimmt keiner mehr heutzutage. Ist doch Manta, oder? Ich glaube. So. Attacke. Und Fena, macht mal bitte was anderes. Benutzt einfach mal die Feuerpeitsche. Warum auch nicht? Hat alle 3 getroffen. Sehr schönes Ding. Aber Feuer mögen die offensichtlich. Beziehungsweise können sie ihr... Kann sie mit Feuer nicht sehr viel anhaben. Ne? Du kennst sogar den Film mit Til Schweiger. Ach du meine Güte. Oh, was ist hier jetzt hier los? Fliegerangriff. Stimmt, da gab es ja einen Film mit Schweiger. Ja, Manta Manta, ne? Ja, 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 ja. Stimmt, 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 stimmt. Oh Gott, damals. Oh, ist das lange her. Das ist lange her. So. Klatsch. Bin mal gespannt, ob sie ihn tot macht, den Manta. Nee, macht sie nicht. Au. So. Ach ja, sehr gut. Sag mal, hat er jetzt gerade den Angriff von Justin gekontert? Scheint so. So. Brennen. Mal den Gegner wieder anzünden. Warum nicht? Ich meine, die mögen zwar Feuer, also der kann nicht viel ausrichten. Aber dadurch, dass ich den Move ja eh einmal leveln muss, ist das ja gar nicht verkehrt. So, 24 Damage. Sehr schön. 89 Damage bei dem einen, das hat schon gereicht. So. Fena nochmal. Kannst du bitte nochmal anzünden, bevor Gedwin dran ist? Ja. Das sieht gut aus. Okay. Und Gedwin gibt ihm den Rest. Wunderbar. Ein schöner Kampf. Nur kriege ich hier gerade ordentlich Damage. Ich glaube, ich muss nochmal heilen. Ich glaube, im nächsten Kampf muss ich dann mal heilen. Oder ich mache das außerhalb des Kampfes. Wir schauen mal. Aber ich glaube, wenn ich es innerhalb des Kampfes mache, level ich doch besser, oder? Level ich dann überhaupt? Also wenn ich das außerhalb des Kampfes mache, level ich dann die Moves überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Halt. Wo ist denn hier das Heilen? So. Okay. Ja, nicht ganz voll. Aber fast. Ja, und er auch nicht ganz voll. Okay. Das sollte erstmal reichen. Ein Stück weit. Komme ich hier hoch? Nein. Ich komme hier auch nicht hoch. So. Na, scheiße. Ich wollte da gar nicht rein. Ich war hier unten noch nicht ganz fertig. Damit haben wir endlich die Hälfte der Reise hinter uns. Wir müssen uns beeilen. Ich lasse Sue nicht gerne so lange allein. Warte mal. Er hat gerade gesagt, damit haben wir endlich die Hälfte der Reise hinter uns. Heißt das, dass wir im nächsten Schritt jetzt hier von CD1 auf CD2 wechseln? Es klingt so ein bisschen so, ne?
Ich bin sehr gespannt, aber ich wollte hier nochmal zurückgehen, weil hier war noch so ein Eingang in den Berg rein. Da wollte ich auch mal reinschauen. Hallo? Hallo? Ah, guck mal, hier ist eine Höhle. Mit Karo-Muster. Eine Ruine. Was bist du? Ein Fisch? Das ist bestimmt der Schalter für das Teleportationsgerät. Hier muss das Teleportionierungsgerät dann also hin. Wie es scheint. Dies ist eben jene Höhle, wo das Teil dann rein muss, womit wir uns dann teleportieren können. Hier muss ich lang. Gerade auf den hellen Untergrund geachtet und dachte so, boah, da geht's jetzt lang. Okay, aber da geht's dann rein. Und da können wir uns dann offensichtlich teleportieren. Okay, hier kommen wir jetzt zu, wie hieß das? Wenn ich so schnell da reinrenne. Zur geheimnisvollen irgendwas.